Mahlzeit, ihr Nase, und herzlich willkommen zurück zu Richtig Arx Vitalis. Und ich bin etwas besser aufgelegt. Wir sind eigentlich an derselben Stelle, klar, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Da haben wir den Stalagniten hier runtergeballert. Aber guckt mal hier. Auch schönes, aufgeräumtes Inventar. Kein Plunder mehr. Ein paar Heiltränke habe ich wieder. Bissele Gift. Haufen Nahrung habe ich dabei. Und, das wollte ich nicht, wieder etwas Gold in der Tasche. Wie kommt's? Nein, ich habe keinen Riesenschatz gefunden, sondern es lag einfach schlicht und ergreifend daran, dass die Händler in der Stadt Arx mal auf die Idee gekommen sind, ihr Inventar auszumisten. Bedeutet, ich konnte meinen gesamten Schrapel, der am Fußboden in meinem Zimmer vor meinem Bett rumlag und wahrscheinlich, wo schon drei Putzfrauen reingefallen sind und gestorben, konnte ich verkaufen und wieder ein bisschen Geld zusammenkratzen. Sehr schön. So, hier müssen wir rüber. Da brauche ich den Zauber zu. Scharwebenden. Wollen wir gleich mal drauf. So. Den aktivieren wir natürlich auch gleich. Und jetzt muss ich mal gucken, gibt es irgendeine Stelle, wo ich ein bisschen höher stehe. So, ich glaube, ich komme nämlich bloß bis auf die Höhe, aber das weiß ich nicht genau. Mal sehen, ob das Spiel das zulässt. Ich habe vorher gespeichert, also nicht ganz so schlimm. Aber. Es passt nicht. Scheiße. Da muss ich darüber hupfen. Geht nicht anders. Brechen den Zauber ab. Zack. Also die Zauberersteuerung ist hier ein bisschen unkomfortabel. Sprungsteuerung auch. Aber, das geht schon. So. Jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Hier gibt's tolle Sachen. Von meiner Rüstung. Komplett. Ein Hackebällchen. Nochmal zwei Schwebelrollen. Sehr praktisch ist. Die Knochen nehme ich mittlerweile auch wieder mit. Weil da mache ich Knochenmehl draus. Ich mache Knochenmehl aus euch. So, hier will ich mir auch mal wieder einen erhöhten Punkt suchen. Ja, das ist gut. Dann Schwebezauberrolle kann ich auch hier aussuchen. Dauert bloß 3 Stunden länger. Was wahrscheinlich wieder die letzte ist. Das war Telekinese. Schweben. 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 So. Zauber. Und zackidibum. Das hat ja super funktioniert. Okay. Ich habe nicht so viel Schweberollen, deswegen lade ich das letzte Spiel nochmal. Naja, brauche ich zumindest nicht mehr den Kommentar machen. Aber warum der Zauber gerade nicht gewirkt hat, ich kann es euch nie sagen, Leute. Was sollte der Käse? Jo, der ist richtig. Er hat doch gewirkt gehabt, ich verstehe es nicht. Naja, gucken. Gucken wir nochmal. Bis darüber ist ja nicht das Drama. So. Machen wir es auch hier so. Schweben. Jawohl. Zack. Jetzt hat es geklappt. Ich hoffe, das klappt dann nachher auch. Nein. Und abbrechen. So. Ich hoffe, der Hüpfer haut jetzt wieder hin. Geronimo! Jawohl. Das ist so das Einzige, was ich nicht will. Naja, gut. Das war... Sollte dran vorbeisegeln, aber naja. Was haben wir da für Brustpanzer bekommen? Naja, das Standardding. Aber es bringt halt Geld. Gut. Wo muss ich hin? Ich muss da hin, Leute. Und jetzt versuchen wir das glatt nochmal. So. Quatsch. Ah.
Das hat wieder nicht geklappt. Ey. Leute, jetzt speichere ich, wenn ich da drüben bin. Ey, das gibt's doch nicht. Warum haut denn das gerade nicht hin? Ist die Zauberspruchrolle kaputt oder was? Kann ja nicht wahr sein. Er wirkt, es kommt das Geräusch, aber es passiert nix. So war. So muss das laufen, Leute. Also gut. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Schweben, jawohl. Das hat funktioniert. So. Das ist ja schlimmer als bei Tomb Raider hier. Huppala. Ah, Gott. Gott, Oder es kann natürlich sein, dass das hier die Rüstung des extremsten Gewichts ist oder irgend sowas. Dadurch des unfassbar schmerzhaften Ablebens ist nicht bei. Halt. Lass mich doch nicht veräppeln hier. Nicht dreimal. Mm-mm. Nicht dreimal. Fällt aus. Da bin ich zornig. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt bloß die Vorbereitung war und schon oder schon gespeichert hatte. Ist egal. Lass mich doch hier nicht verkeksen. So ein Mist. Läuft erst 7 Minuten das Video, Leute. Kein Thema. Haben nur 23. Ja. Bin übrigens etwa 2 Stunden rumgerannt, jetzt hier zwischendurch. Grind habe ich nicht groß hingelegt, viele Gegner kamen nicht. Allerdings, was ich interessant war, ich war bei den Rattenmenschen auch nochmal unten. Aber ich gehofft, da kommen ein paar mehr. Weil die, denke ich mal, ein paar Erfahrungspunkte mehr gegeben hätten. Puh, kam bloß einer. War übrigens bei voll aufgeladenem Schlag mittlerweile ein One-Hit. Was ich sehr, sehr, sehr begrüße. Also ich bleib mal so auf festem Boden. Mal sehen, ob das geht. Wenn ich fair, werde ich direkt gleich wieder laden. Telekinese brauchen wir nicht. Jetzt hat's geklappt. Okay. Dann mal ganz fix darüber. Hoffentlich reicht das. Ah, es reicht nicht. Ich muss höher kommen. Ach, das Scheiße. Ist das Dreck. Na komm. Ach, bisschen naff. Da fuck. Ich kann mich, glaube ich, hier ein bisschen hochschubbeln. Dann geht's vielleicht. Das ist nicht euer Ernst gerade. Das ist gerade nicht euer Ernst. Okay. Das ist so übrigens gedacht, der Weg. Das ist ein regulärer Weg im Spiel. Heide Witzka. Ich brenne meinen Aschenbecher gerade ab. Sehr lustig. Geh aus, blöde Kippe. So. Ach man, nichts klappt. Jetzt funktioniert der Zauber und dann ist er aber nicht hoch genug angesetzt. Ich krieg echt Holz. Holz am Hirn. So, Baseball. Mann, 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 Mann. So, jetzt stehen wir fast bei 10 Minuten. Läuft. Das ist jetzt gerade nicht wahr, oder? Das war ein Speichern. Scheiße. Ich hoffe, ich habe den jetzt noch und habe den jetzt nicht überschrieben. Ey. Diese Folge möchte ich gerade aus meinem Hirn streichen. Jetzt ist gerade wieder... gut, ich passe halt gerade nicht auf. Okay, das bringt nichts. Ich muss doch nochmal den Spielstand hier nehmen.
verdammt! Gibt's doch nicht! Das cutte ich, glaube ich, raus. Es gibt's nicht. 10 Minuten rumgeblödelt wegen einer kleinen Stelle. Das Ding kannst du schaffen in 1,5 Minuten. Kein Thema. Mit einsammeln und speichern. Aber nö. Das Spiel vergönnt's mir irgendwie gerade nicht. So. Ja. Okay. Du musst nicht zu schnell drauf drücken. Nicht, dass ich vorher stürz. So. Ich meine, das ist auch noch sowas. Man kann hier auch noch runterfliegen, ne? Also, ne, klar. So. Hätte ich hier gerne eine vernünftige Position. Ich hänge hier so halb in der Luft, kann das sein? Ja. Deswegen hat wahrscheinlich der Zauber auch nicht funktioniert. Versuch's mal an dieser Stelle, aber trotzdem. Nochmal nicht. Oh Gott. Da beneide ich tatsächlich die PC-Spieler. Die haben tatsächlich eine Quick-Save-Taste bei dem Spiel. Das Schlimme ist, du hast ja eigentlich keinen Stress, soweit ich weiß, mit Gegnern. Also höchstens mal eine Ratte. Ach. Mach. Hinne. Ist ja bloß schon fast der halbe Bart um. Gibt's doch nicht. Also für den Part habe ich auch schon einen Titel. Speichern, laden, speichern, laden, speichern, laden. Mann, 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 Mann. Das kann noch nicht wahr sein. So, weiter. Jetzt gucken wir mal, ob das klappt, wie es soll. Das hat schon wieder nicht funktioniert, oder? Tatsache, ey, das gibt's nicht. Das Schweben hat nicht funktioniert, Leute. Wieso? Wieso? Ich glaube, ich habe noch eine Rolle, aber... Telekinese? Aura entzaubern? Ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Ich... Es tut mir leid, ich muss laden. Irgendwas gönnt mir hier gerade die paar Meter darüber nicht. Und nein, springen fällt aus, das geht halt einfach nicht. Ich könnte mich da eventuell durchbacken, aber ich glaube, das geht schief. Habe ich hier festen Boden und dann... Keine Ahnung. Ey, das kann doch nicht sein. Das kann doch jetzt nicht der Ernst von dem Spiel sein. Gott. Ey. Das ist nie wahr. So. Okay. Jetzt stehen wir zwar wieder bescheiden, aber vielleicht klappt's ja. Ich kann bitte, aber jetzt keinen Scheiß. Noch nicht wirken. Ach Quatsch. Wieder nicht! Ey, wenn ich auf flachem Boden stehe, geht er. Wenn ich nicht auf flachem Boden stehe, geht er nicht, aber... Ey. Leute. Ich mache jetzt hier einen Schnitt.
Und meint so lange, bis ich drüben auf der anderen Seite bin. Bis gleich. So, nach irgendwie 5 Versuchen mit weiterem Rumgeglitscher habe ich es endlich hier rüber geschafft. So, brechen wir den Zauber mal ab. Schnauze. Du solltest den ja auch abbrechen. Falsche Taste gedrückt oder was? Jetzt komme ich auch mit der Menüführung gerade durcheinander. Ey, das ist gerade nicht lustig. So. Aus Frust! So. Jetzt haben wir nämlich den Stress nicht mehr. So. Sind wir drüber. Sieht nach Eis aus, oder? Kaputt brechen kann ich es nicht. Oh, mit einer Fackel kann ich es weglöschen. Ich habe jetzt so auf Feuerball getippt oder sowas, aber Fackel ist auch gut. In der eine Rüstung? Noch eine Rune? Noch so einen netten vergifteten Dolch? Lähmung? Und ein bisschen Kohle. Gut. Bin ich doch ein bisschen motivierter jetzt wieder. Erstmal die Rune weg, dann hier aufräumen. Hier sieht es ja wieder aus wie bei... Ah, die Weißen. Das sind die, wo man das weiße Unsichtbarkeitspulver draus machen kann. Da kann ich auch ganz gut mit verdienen. Knochen nehme ich auch mittlerweile mit. Fliegendes Auge. Eine Leather-Rüstung. Leather. So. Da geht's dann weiter. Eigentlich sollte ich die Rüstung dann sogar liegen lassen, würde ich meinen. Das wäre sinniger. Ich glaube, da hinten gibt es noch was Interessantes. Aber... Oder war das da? Aber ich glaube, ich habe eh keine... Kein Schweben mehr. Lähmung. Telekinese. Aura erzeugen. Fliegendes Auge. Und Aura entzaubern. Na gut. Aber kein Schweben, ne? Aber wir haben eine Rune bekommen. Vielleicht kann ich jetzt dadurch irgendwie den Zauber wirken? Hm. Ey, Alter. Telekinese kann ich jetzt aber so machen. Okay. Was fehlt mir denn zum Schweben, verdammte Axt? Hm. Na gut. Jetzt zeige ich euch mal die coole Variante, wie man Eis wegmacht. Also denke ich. So. Den habe ich schon gefilzt, oder? Ja. Nein, das machen wir natürlich mit dem Zauber. Kamehameha! Klappt. Ihr habt ja gesehen, mit der Fackel wäre es auch gegangen. Was haben wir denn hier Nettes? Hat denn der seine Klöten von der Decke baumeln? Ich weiß genau, wie viele Schuppen du hast, mein Freund. Das habe ich nämlich während meiner Grinding-Session nochmal gelesen in dem Buch. Ich weiß es, ich weiß es. So, wir ihn hier erstmal lustig plündern. Der macht nämlich nichts. Aber natürlich werden wir auch gleich mit ihm ein nettes, humanes Gespräch führen. Kann man die auf 10 staggern. Das mit den Knochen ist eigentlich ein bisschen Bullshit, was ich da mache. Ich rede gleich mit dem. Hast noch ein bisschen Zeit? Ja, ja. Muss kurz noch was im Inventar machen. So. Wo ist denn mein Mörser? Das ist immer, wenn man aufräumt, woanders ist das Ding. Das ist eigentlich furchtbar. So, der ist da drüben. Ja, ich mache aus den Knochen Knochenmehl.
Wie habt denn die jetzt angesetzt gehabt? Meine Fresse. Drei haben wir noch. So kann man sich nämlich auch Inventarplatz schaffen, Leute. Mann, warum man den nicht einfach in der Hand behalten kann? So. Zack. Jetzt sind die gesteckert und jetzt haben wir wieder echt ein bisschen Platz. Bei dem werden wir brauchen. So. Sind wir voll bereit. So. Dich habe ich gelootet. Ja. Okay. Mahlzeit. Frierst du denn nicht? Frierst du denn nö nicht? Ich glaube, es wäre besser, wenn du gehst. Die Kälte muss für dich unerträglich sein. Leidest du nicht in dieser eisigen Kammer? Ich glaube, es wäre besser, wenn du gehst. Die Kälte muss für dich unerträglich sein. Also bis jetzt hält sich's in Grenzen. Also, pff, ja, Mai, weißt du, also, pff, ja, Hawaii ist schöner, aber, weißt du, leidest du nicht in dieser eisigen Kammer? Nein, alles cool. Da oben ist was, was wir brauchen, ne? Da. Hm. Ihr seht's. Ich glaube auch nicht, dass der uns die freiwillig gibt. Ist ein bisschen ein Problem. Der will was dafür haben. Mich wundert, dass er es nicht sagt. Aber ich bereite mich mal tatsächlich vor auf den Kampf. Beziehungsweise es gibt noch eine Möglichkeit, wobei ich denke mal, der wird angepisst sein, weil ich habe nicht genug in meinem Geldbeutel. Der ist bestechlich, da würde er nämlich eins von seinen Eiern tatsächlich rausrücken. Man muss bis eins machen und das habe ich halt zufällig bei dem Grind gelesen. Bei Drachen, die wollen die Anzahl ihrer Schuppen wissen. Haben wir in dem Buch auch gelesen, das ist schon ewig, 20, 25 Parts zurück oder sowas, wenn es reicht. In der Bibliothek im Schloss. Und da stand die Anzahl der Drachenschuppen und zwar ist das 4815. Ich konnte mir das so schön merken, von wegen 0815 mit einer 4 statt einer 0 da vorne. Fragt mich nie, warum ich mir das gemerkt habe. Wie gesagt, beim Grind habe ich es auch nochmal gelesen. Und ich wusste ja auch, dass wir ein Drachenei brauchen. Deswegen habe ich mir den Artikel mit dem Drachen halt ein bisschen genauer durchgelesen. Auch wenn der recht kurz war. Der war, glaube ich, bis eine Seite in dem Buch. Das war in dem Buch über die Rassen von Ark. Ax. So. Und den kann man bestechen. Also ihr habt ja auch gesehen, ich kann den Geldbeutel auf den anwenden. Ich will aber vorher trotzdem noch was tun. Nee, das ist nicht das Richtige, was ich machen wollte. Ich wollte das benutzen. Ach, scheiße. Erstmal merken. Den wollte ich mir merken, dann wollte ich ihn gleich ansetzen. Dann wollte ich noch ein bisschen... Hab ich Gift dabei? Ja, hab ich. Gift auf die Waffe schon mal schmieren. Ich weiß nicht, ob der Gift anfällig ist, aber das, was ich hier mache, kann auch absolut nach hinten losgehen. Jetzt habe ich das wieder gesoffen, oder was? Geht das nicht? Ich versuch's nochmal. Geht nicht. Okay. Geht's bei dem anderen Schwert? Nein. Na gut. Dann brechen wir ab. Ich hab's nicht getrunken, zum Glück. Warum kann ich das nicht kombinieren? Na gut, wir haben zur Not
Den Zauber direkt im Gepäck, jawohl. Frierst du denn nicht? Geht eigentlich so. Ich glaube, ich mache hier eine Drachenclash-Folge, ne? Wir versuchen ihn zu bestechen. Halt! Ich habe mehr! Ich weiß. Ich habe nicht so viel Geld. Also, ich renne jetzt hier nicht nochmal den Berg runter und hol dir dein blödes restliches Geld. Weil da fehlen noch über 1000 Goldstücke. Da habe ich irgendwie, muss ich gestehen, nicht so den Nerv drauf. Mir fehlen halt immer noch 1400 Goldstücke. Ich könnte es machen. Aber ich will nicht. Ich will nicht, will nicht, will nicht, will nicht. So. Das wird ja lustig hier mit der Heilung. Ich hätte gerne irgendwie eine Schnellwahl dafür. Da ist die Heilung. Versuchen wir es nochmal. Leidest du nicht in dieser eisigen Kammer? Nein. Alles cool. Wisst ihr was, ich mache jetzt dem Spielchen hier ein Ende. Genug rumgeeiert. Warum kann ich den nicht hauen? Mache ich dem keinen Schaden oder was ist hier los? Können wir hier bloß die Peter-Version spielen oder was? Okay, geht. Jetzt ist Polen offen, Leute. Der kann übrigens mit seinem Schwanz, mit seinen Flügeln, mit allem zuhauen, der Depp. Das Eis tut richtig weh. Versagt der Schild langsam. Also meiner, nicht seiner. Autsch. Toll. Ich hab Problem. Wo ist denn jetzt der... Das Menü ist halt wieder so voll, ne? Ich hätte es vielleicht doch vor der Tür lassen sollen, den Scheiß. Ich weiß nicht, wie viel Schaden ich ihm ernsthaft mache. Au. Gottes Bedürfnis, mal wieder die Heilung zu suchen. Was sonst? Ich fresse hier gerade wieder meine ganzen Ressourcen, schätze ich mal. Au. Das tat scheit weh. So viel Heilung macht der Heiltrank auch nicht, ne? Halt, da haben wir noch ein paar Rippchen. Hauen uns die rein. Ich glaube, der tat ihm auch ganz gut. Also weh. Scheiße, diese Menüscroll-Scheiße ist Dreck. Nein. Schwert ablegen ist, glaube ich, das Dümmste. Nicht getroffen, scheiße. Ach, ich habe mir doch da eigentlich den Zauber gemerkt gehabt. Weiß nicht, feuerempfindlich würde er sein. Den Heilzauber habe ich ja nicht. Ja, das war wieder das Eis. Verdammt.
Okay, in die Richtung ist der Weg einfach kürzer zum Heiltrank. Das war nichts. Das war auch nix. Wer saß? Der war auch nicht mit Schaden. Heilt er sich auch? Kann das sein? Autsch. Zwei Heilträger habe ich noch. Das hat gesessen, verdammt. Nicht so geil. Aber der macht jetzt viel Verzweiflungsdings. Ich habe das Gefühl, den habe ich bald. Vielleicht ist das aber das Wunschdenken. Das war nix. Der macht jetzt sehr, sehr viele Magieangriffe. Ich treffe ihn bloß nicht. Scheiße. Oh, ein Heiltrank noch. Hau mal raus, ist egal. Das war nichts. Pilze haben wir noch, super. Halt, da ist noch Brot. Ich habe echt mehr mit Menüklickerei zu tun, als wie den wirklich zu attackieren. Aber der saß. Habe ich noch irgendwas zum Heilen? Da habe ich voll drin gestanden. Okay. Ach, verdammt. Mama! Okay. Ich glaube, ich bin noch nicht so ganz so weit für den. Gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich gehe noch mal ein bisschen handeln. Vielleicht hole ich auch noch ein paar Heiltränke raus. Lern vielleicht noch einen Zauber. So wird's jedenfalls nix, Leute. Und ich muss das unbedingt machen, dass ich mit wenig Gepäck da reingehe, sonst ist das mit der Menüschaltung echt eine Vollkatastrophe. Dass ich das jetzt im Spiel erst merke, ist ein bisschen traurig, aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao.